Jo Leute, was geht? Die App, die es ganz nach vorne auf meinen Homescreen geschafft hat, ist Blinkist. Und Blinkist ist die App, mit der du knackige 10 Minuten Zusammenfassung von kompletten Büchern auch als Audio bekommst. Und da sind wirklich alle Bücher am Start, die mich und mein Business nach vorne gebracht haben. Und zwei für mich sehr wichtige Takeaways möchte ich jetzt mit dir teilen. Und das erste Takeaway kommt aus dem Buch von Tony Robbins, Awaken the Giant Within. Ein totaler Klassiker. Und das Key Learning daraus ist, kleine Micro-Decisions und Verhaltensänderungen haben einen mega Einfluss auf dein eigenes Leben und die Gesellschaft allgemein. Und das zweite Key Learning aus einem anderen Buch, was ich mit euch jetzt teilen möchte, kommt von dem Buch A New Earth von Eckhart Tolle. Und da geht es um das menschliche Ego. Und das menschliche Ego erzeugt einen gefährlichen, sich selbst erhaltenden Zyklus aus Gewalt und Zerstörung in dir selber als Person und in der Welt. Also das Ego ist im Grunde süchtig nach Drama, Zerstörung, Gewalt, um sich selber auch am Leben erhalten zu können. Und wenn du das einmal erkannt hast, wenn du die zerstörerische Natur des Egos erkannt hast, dann kannst du loslassen. Und dann kommst du in ein State von Non-Judgment, Non-Resistance und Non-Attachment. Und das ist laut Eckhart Tolle der Weg, um innere Joy, also Freude und größeren Weltfrieden auf der Erde zu erreichen. Und diese beiden Key Takeaways sind ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dich in Blinkist erwartet. Und für alle DNX-Podcast-Hörer habe ich mit Blinkist, die übrigens auch aus Berlin kommen, einen Deal gemacht. Wenn du jetzt auf blinkist.de/DNX gehst, bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und es gibt wirklich keinen Haken. Also du kannst mit dem Probeabo erstmal alles ganz in Ruhe testen. Völlig, völlig kostenlos. Blinkist wird BLINKIST geschrieben. Und der Link ist blinkist.de/DNX. Ich hau den Link auch nochmal in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX Podcast. Heute wollen wir dich mal mitnehmen in unsere Welt nach Brasilien. Wir sind nämlich hier an der Kite-Lagune in Ilha do Gujiru. Und hier ist jetzt letztes Jahr was richtig Spannendes für uns passiert in unserem Leben. Wir haben uns nämlich ein Stück Land in Brasilien gekauft. Und das war ein ganz schön langer, weiter Weg, oder Feli? Auf jeden Fall, das war ein super langer Weg. Also erstmal wollte ich mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Und zwar, ich glaube, das war schon 2013, wo wir das erste Mal die Idee hatten, ach, ein Stück Land wäre ja ganz cool. Da waren wir aber noch so voll weit weg vom Mindset, ein Stück Land zu besitzen. Aber es war auch so ein bisschen in dem Zuge, dass wir überlegt haben, okay, wie können wir unser Erspartes besser anlegen als auf dem Tagesgeldkonto, und da sind wir halt so ein bisschen reingedickt in dieses Thema ETFs, Aktien. Es war auch alles neu und hat uns relativ überfordert. Peer-to-Peer-Investments, genau, haben wir mit vielen Experten gesprochen, Podcasts zugehört, whatever, und uns da einfach so langsam rangetraut. Wir hatten aber auch immer so gedacht, eigentlich ist es auch cool, ein Stück Land zu haben, weil egal, ne? Wenn wir mal nichts mehr machen wollen und einfach unser Zelt auf das Stück Land stellen könnten und da übernachten könnten, das fanden wir irgendwie total cool, die Idee. Weil generell finden wir eigentlich so, ein Stück Land zu ownen, ist eigentlich oldschool. Weil in der Sharing Economy heutzutage ist doch viel cooler, wenn du immer zeitweise irgendwo wohnen kannst, wo du halt willst und dir gar nicht mehr so viel selbst gehört und du immer die neuesten Standards austesten kannst und so weiter. Weil eigentlich stell dir mal vor, du wirst auf der Erde geboren, du hast eigentlich ein Anrecht auf ein Stück Land, aber irgendwie ist ja alles schon verteilt und gehört irgendwem und du kannst sozusagen gar nicht mehr einfach for free irgendwo wohnen. Also kannst du jetzt wahrscheinlich im Worst Case schon irgendwo im Wald oder was weiß ich. Wer weiß, wenn du da nicht auch weggescheucht wirst wegen irgendwelchen Verordnungen. Allein nur mal so vom Gedanke her. Das ja. Ist eigentlich total. Eigentlich sind wir auch immer dafür, dass man nicht mehr Sachen besitzt, sondern dass man es teilt. Das, was irgendwie in so einem Allgemeinbesitz ist und der es gerade am dringendsten brauchen kann,
der kann es haben und gibt dafür vielleicht irgendwas anderes ab, was dann wieder jemand anderes gebrauchen kann. Genau, was ja auch den Vorteil haben kann, eben, dass man mal verschiedene Sachen ausprobieren kann, in verschiedenen Häusern wohnen kann. Mhm. Klar, jetzt da gibt es natürlich einige Probleme wieder an dem Gedanken, aber nur mal so als Inspiration. Und deshalb liebe ich zum Beispiel so Carsharing oder so. Ich brauche kein eigenes Auto mehr besitzen, aber wenn ich mal in Deutschland bin oder so, kann ich mir über DriveNow immer die coolsten Autos dann ausleihen, wenn ich sie gerade brauche. Habe aber nichts mit Versicherung und Steuern zu tun oder Airbnb. Man kann einfach gucken, welche Wohnung gefällt einem, kann dann für eine gewisse Weise Zeitdauer da einziehen und dann wieder ausziehen, ohne dass du groß Mietverträge abschließen musst. Genau, aber irgendwie hat uns dieses Thema halt, ein Stück Land zu besitzen, hat uns gereizt und gerade auch herausgefordert, gerade im Ausland auch. Genau, wir fanden es irgendwie spannend und es hat uns auch Spaß gemacht. Und wir haben es halt auch gesehen als Investment sozusagen, was man auch wieder verkaufen kann. Genau, das ist ja auch ein echtes Asset, was im Wert steigern kann. Und deshalb haben wir uns da mal rangetraut. Und es ist auch gar nicht so leicht. Wir haben ja gerade gesagt, im Ausland hat uns das mehr gereizt. Man kann nämlich als Voreiner auch nicht easy peasy überall auf der ganzen Welt Land kaufen. Also genau, in Thailand ist es zum Beispiel eigentlich nicht möglich, dass dir das Land wirklich gehört. Also, dass du wirklich im Grundbuch eingetragen bist und so. Das muss immer ein Thai sein. Du kannst da zwar Konstrukte über eine Firma und so machen, aber es ist kompliziert. Aber zum Beispiel in manchen Ländern in Mittelamerika, wie in Costa Rica oder auch hier in Brasilien, ist es tatsächlich möglich, als Ausländer wirklich Land zu ownen und selber halt im Grundbuch zu stehen. Die sogenannte Matricula hier in Brasilien. Genau, also man muss schon gucken, dass man dieses Dokument bekommt, was das dann halt aussagt. Das ist die Matricula, weil hier werden halt auch viele Grundstücke einfach verkauft an Touristen, die sich nicht so gut auskennen, die keine richtige Matricula haben. Dann gehört dir im Fall der Fälle das Grundstück nicht wirklich. Also dann kann irgendwer mal kommen und sagen so, hier, guck mal, ich bin aber eingetragen, her damit. Das ist nämlich gerade hier in Brasilien ein bisschen tricky. Hier gibt es nämlich die sogenannten Posses und das ist so das Gewohnheitsrecht. Wenn du dann auf ein Land ziehst, was noch nicht beansprucht wurde von jemandem, kannst du dir so ein Recht ausstellen lassen, das aber quasi jeder kriegt, dass du darauf gewohnt hast oder wohnen darfst. Das ist dann diese Posse, die aber vor Gericht dann nicht wirklich Aussagekraft hat. Sofern ein zweiter mit einer Posse kommt für dasselbe Stück Land oder noch schlimmer mit einer Matricula, weil dann gehört sie auf keinen Fall. Genau. Und diese Posses werden dann manchmal gehandelt und an Touristen verkauft. Also da sollte man schon aware sein. Ja, und so hatten wir uns also quasi schon 2013 hatten wir uns mal Grundstücke auf Belize angeguckt. Das ist ja in der Karibik. In Belize kann man auch Land ownen. Also das ist wirklich dir gehört. Und wir waren nämlich auf der Insel Kikorka. Und die Insel hatte die, also es war ursprünglich eine ganz große Insel, die von einem Hurrikan in zwei Teile geteilt wurde. Und die Nordinsel war noch komplett unerschlossen. Also da lag sogar gar kein Strom, also nur so am Anfang der Insel. Und der sollte halt entwickelt werden, aber es war halt noch kein Strom da. Ich weiß nicht, ob jetzt mittlerweile Strom liegt, aber es war damals, als wir da waren, war immer so das Saying, es geht bald los und dann wird es erschlossen und dann kommt Strom. Und deshalb gab es dann diesen Run auf die Nordinsel von Leuten, die Interesse hatten, da vielleicht was zu holen. Und wir haben dann auch mitgemacht und haben uns von einer Immobilienfirma, wie hieß die nochmal? Remax oder sowas. Ja. Einmal auf die Nordinsel führen lassen. Ja, oder überhaupt haben die uns rumgefahren und wir haben halt Grundstücke angeguckt, um auch so ein Gefühl zu bekommen, wie teuer das ist. Mit so einem Golfkart fahren die da rum. Ne? Ja. Also jetzt heutzutage sind wir super froh, dass wir kein Stück Land in Belize haben, weil wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, das ist immer noch nicht erschlossen. Müsste ich mal nachhören. Und das Lustige war auch, wir hatten gar nicht so viel Geld. Also hatten wir dann quasi, wir hatten am Ende schon ein Angebot abgegeben, aber ich glaube, das war so 16.000 Euro, also jeder 8.000 Euro wollten wir und ich glaube, der wollte 25.000 haben. Also wir haben gesagt, so, wir machen ihm ein Angebot, das unverschämt ist. Und wenn er es verkaufen will, dann soll es jetzt so sein. Aber er ist nicht drauf eingegangen. Jetzt mittlerweile sind wir eigentlich ziemlich froh, dass er es nicht gemacht hat, weil das war irgendwie auch noch Swampland, also sogenanntes Sumpfgebiet, wo man gar nicht so genau wusste, ob es das noch lange gibt, weil das auch sehr knapp über dem Meeresoberfläche. Ja, genau, der Wasserspiegel steigt ja auch immer und die Insel, die war wirklich nicht sehr hoch, also kann sein, dass die irgendwann komplett weg ist. Aber genau, was ich da auch nicht so toll fand, war, dass es da richtig viele Mücken gab. Die haben da manchmal auch auf dieser Insel, die erschlossen war, so richtig Gift gesprüht in den Sand abends mit so Fahrzeugen, um die ganzen Mücken fernzuhalten. Deswegen hat man das als Tourist gar nicht so gemerkt.
Aber genau, wenn man dann ein bisschen länger da ist, bekommt man das halt mit, dass sie da dieses Gift sprühen, um die Mücken loszuwerden. Ja, das war nicht cool. Aber was uns das gebracht hat, war, wir haben erste Kontakte geknüpft, haben so das erste Mal ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, sich ein Stück Land anzuschauen und auch mal die Gedanken fließen zu lassen, wie es wohl wäre oder worauf man achten sollte, falls man sich jetzt dafür entscheidet oder welche Aspekte dagegen sprechen würden. Und da haben wir nämlich auch jemanden kennengelernt, den Sandro hieß der, glaube ich. Der war auf jeden Fall ein krasser Unternehmertyp, der auch schon verschiedene Businesses aufgebaut hatte. Und der hat uns ziemlich viel Input gegeben zum Thema Real Estate und ist mit uns dann sogar auch einmal mit dem Boot auf diese Nordinsel gefahren, mit so einem langen Stick, weiß ich noch, haben wir geguckt, wie tief das Grundwasser war. Und ja, und auch Sachen, zu gucken, ob das Swampland ist oder nicht auf den Stücken. Ne? Also der hatte selber auch Land auf der Nordinsel und der hatte ein italienisches Restaurant auf Key Corca. Also der kannte sich auf jeden Fall gut aus und wollte uns halt so ein bisschen helfen, dass wir jetzt nichts kaufen, was Crap ist. Mhm. Ja, egal. Auf jeden Fall vom Sandro haben wir auch gelernt. Der meinte so, wenn ihr was holt, dann immer nur erste Reihe zum Wasser, alles dahinter. Ist halt nicht cool oder würde halt er nicht kaufen. Der Wert fällt total ab im Vergleich zu den Stücken direkt am Wasser. Genau, die sind dann natürlich auch teurer, aber er meinte immer, er würde immer nur erste Reihe kaufen. Ja. Das hatten wir dann immer noch so im Kopf, so erste Reihe ist natürlich besser als zweite Reihe. Gerade wenn man auf einer Insel wohnt. Ja. Und dann waren wir da immer wieder so ein bisschen dran, also haben uns schon damit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal irgendwo was angeguckt hatten. Ja, eigentlich immer, wenn wir in Jeri gewesen sind, haben wir so ein bisschen rumgesponnen. Ach stimmt, hier in Jeri in Brasilien, also das ist jetzt ein Ort, der ist so anderthalb Stunden weg von hier. Da wollten wir dann immer gerne was kaufen. Das Problem ist aber genau, das liegt in einem Nationalpark, wo man halt sehr viel nicht bebauen darf. Und der Ort an sich, der ist schon voll. Also du hast kaum noch freie Stücke Land. Und die wenigen, die dann zum Verkauf stehen, da ist der Preis halt mega, mega hoch gegangen. Von Jahr zu Jahr zu Jahr. Immer wenn wir zurückkamen, war es immer weiter weg, außer unserer Reichweite und finanziellen Möglichkeiten. Genau, und der Dejan, ein Kumpel von uns aus Serbien, der lebt auch in Jeri und der hat noch so eines dieser letzten Stücke Land bekommen, die noch bezahlbar waren und eine gute Location hatten, also wo man echt sagen kann, guter Value. Und genau, der wohnt jetzt auch in Jeri, hat auch gebaut, ein Haus da drauf. Ja, da haben wir auf jeden Fall immer so geguckt, wenn Stücke frei waren. Und einmal haben wir uns ein Stück Land angeguckt und da haben wir, wie hieß der denn nochmal? Das war ein Franzose, ne? Mhm. Getroffen, der da gerade dann auf seinem Stück am Rumarbeiten war. Und wir hatten uns halt das daneben angeguckt und mit dem sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und der war auch irgendwie voll nett und hilfsbereit. Und nachher hat sich dann rausgestellt, dass der ein Millionär war, der wirklich, glaube ich, 5 Stücke in Jeri hatte oder so. Und er hat uns auch super viele Infos gegeben und uns auch mit so einem Local da connected. Der ist sogar mit uns rumgefahren, hat quasi noch geguckt, welche Stücke es noch gibt. Aber da war halt echt nichts mehr Cooles dabei. Nee. Sodass wir so gesagt haben, okay, es war schade, aber ich glaube, hier ist einfach der Zug für uns abgefahren in Jeri. Das war vor 2 Jahren oder so. Und dann haben wir überlegt, okay, da gibt es noch einen Ort neben Jeri, der heißt Prea. Der ist schon noch ein Stück weg, musst mit dem Beachbuggy fahren. Da kannst du aber auch kiten auf dem offenen Meer. Und Prea ist auch noch nicht so erschlossen. Also hat irgendwie so keine richtige Stadt oder keinen richtig schönen Ort und ist auch schwierig damit Einkaufsmöglichkeiten jetzt allein für Lebensmittel und so. Also alles noch ein bisschen rough und auch ja fast zu wenig developed, könnte man sagen. Ja, war noch ziemlich unerschlossen alles. Aber dann dachten wir so, boah, bevor wir da dann auch wieder zu spät sind, wollen wir nicht ein Stück in Prea nehmen. Und der Vorteil in Prea war, dass man dort kiten gehen kann. In Jeri hätte man immer noch das Problem gehabt, dass man Beachbuggy braucht, um an die Kitespots zu kommen. Und Prea ist einer von den Kitespots, die von Jeri aus dann immer angefahren werden. Obwohl es da echt richtig, richtig rough ist. Open Sea, hohe Wellen, richtig stark Wind. Das ist schon nicht ohne, kaum Schatten. Genau, und das war irgendwie so ein bisschen so vom Gefühl her, dachten wir so, ja, Prea ist ganz nett, aber es war irgendwie kein Hell Yeah. Nee. Und trotzdem sind wir da ziemlich weit gegangen, und zwar der Julian, der hat eine Kiteschule, Kite Nomads heißt sie in Jeri. Cooler Name, ne? Und der hat ein Stück gekauft in Prea und meinte so, hier neben mir ist noch ein Stück frei. Ja.
Genau, und dann waren wir wirklich drauf und dran, das quasi zu nehmen. Das war aber in der zweiten Reihe, nicht in der ersten. Also da hätten wir dann quasi auch Abstriche gemacht, weil wir uns seit Sandro ja gesagt hatten, nee, wir wollen eigentlich auch was in der ersten Reihe haben. Und ich glaube, da war auch noch kein Strom und kein Wasser gelegt. Also es war noch echt unerschlossen, einfach nur ein brachliches Stück Land. Es war unerschlossen und das Schlimmste oder eines der blödsten Sachen war eigentlich, dass es nämlich eine Posse war. Da gab es keine Matricula für das Stück. Ach stimmt, ganz Prea nicht, ne? In ganz Prea nicht. Also Prea ist so ein ganz kompliziertes Pflaster, auch von seiner Geschichte her, dass da ganz wirr ist, wem überhaupt welches Grundstück gehört. Und da hatte der Julian aber gesagt, so quasi, er hätte da so ein paar Hacks, wie man trotzdem mehr oder weniger sicherstellen kann, dass das Land dir gehört. Das war aber alles super kompliziert. Ich weiß noch, wir haben bei ihm in der Posada, also in seinem Gasthaus gesessen und er hat uns 10.000 Sachen gesagt und wir haben alles mitgeschrieben und ich habe vielleicht die Hälfte verstanden, weil wir schon ein bisschen was wussten, aber bei ganz vielen Sachen dachte ich so, oh Gott, oh Gott. Und dann, du brauchst eine CPF, erstmal eine brasilianische Steuernummer. Damit kann man dann überhaupt erst, bla bla bla. Und es war so viel Chinesisch für uns, dass es uns schon echt überfordert hat. Also ein riesen bürokratischer Vorgang, wo man dann hin muss nach Cruz, die nächstgrößere Stadt, was einreichen muss, das wieder verifizieren und dann nach Fortaleza und in... Ja, es war ein Riesenaufwand. Aber auf der anderen Seite hat uns das geholfen, ins richtige Mindset zu kommen. Mhm, weil wir waren da an dem Punkt, dass wir echt gesagt haben, so, wir kaufen dieses Stück jetzt. Und dann war aber das Komische, also dann wollten wir halt mit dem Verkäufer irgendwie in Kontakt und der hat sich dann irgendwann einfach nicht mehr gemeldet. Ich glaube, das war in Australien. Und wir haben dann immer wieder gefragt, was ist jetzt mit dem Stück und so, weil das war dann auch schon am Ende unserer Zeit hier in Brasilien und wir wollten das Land dann oder mussten das Land dann auch irgendwann wieder verlassen und dachten so, boah, wir wollen das aber jetzt klar machen, dass wir dieses Ding kaufen. Und dann war... Es war nicht im Flow. Es war nicht im Flow, der hat sich nicht gemeldet. Und dann dachten wir so, oh Mist, ey, jetzt haben wir da so viel rein investiert, das war noch so... weiß ich nicht, warum hat man sich da gefragt, warum passiert uns das? Genau, also ganz offen in Situationen denkst du so, Mist, warum passiert mir das genau jetzt? Und man ist dann so voll, irgendwie voll in seiner Opferrolle drin. Im Nachhinein hat sich das rausgestellt, dass es gut war, dass es nicht in Prea geklappt hat. Genau, und dann haben wir wirklich komplett losgelassen. Dann haben wir gesagt, weißt du was, voll anstrengend, wir lassen das Ganze erstmal. Ja. Und kurz danach sind wir halt der Dejan, den wir eben schon erwähnt haben, der das Haus und das Grundstück in Jerry hat, der meinte dann zu uns so, ey, sollen wir nicht zu viert, also er mit seiner Freundin und wir beide, für eine Woche oder zwei an die Ilha fahren, also das ist hier an unserer Lagune, und ja, da ein bisschen kiten gehen, einfach um mal kurz aus Jerry rauszukommen. Und genau, ich habe da ein Haus gefunden, da passen vier Leute rein, ja. Und wir dachten dann so, cool, let's go, gehen wir hin. Und das war letztes Jahr im November. Genau. Und dann waren wir hier in dem Haus, wo wir jetzt gerade auch sind. Casa Lagoon. Casa Lagoon. Und dann haben wir hier neben uns so ein Grundstück gesehen, was noch leer war. Direkt in der ersten Reihe an der Lagune. Zwar nicht ganz so groß wie dieses in Prea, aber dafür halt in der ersten Reihe. Mhm. Ungefähr 300 Quadratmeter. Klingt jetzt viel, wenn man das immer mit Wohnungen vergleicht, aber für so ein Stück Land ist es jetzt nicht viel in Brasilien. Aber dafür erste Reihe und Kaltlagune. Mhm. Und dann habe ich ja wirklich, wir hatten das echt abgeschlossen, hatten uns immer noch ein bisschen geärgert, dass dieser Verkäufer sich einfach nicht gemeldet hat. Hatten aber damit abgeschlossen und ich habe wirklich so aus totalem Spaß gesagt, so das Stück will ich haben. So wie du so oft einfach Sachen manifestierst und raushaust. Und ich mittlerweile weiß ich ja, dass es sehr oft dann auch wahr werden kann. Habe mir nur so gedacht, okay, das ist bestimmt schon weg. Aber habe, glaube ich, gar nichts dazu zu dir gesagt. Ne? Ich habe es einfach mal so stehen lassen. Ja, aber ich glaube, wir hatten schon einmal irgendwie gefragt, wem gehört das denn und so. Und dann... haben die gesagt, so, ja, das gehört dem Joseph, aber das ist halt nicht zum Verkauf. Ja. Dann haben wir gedacht, okay, kein Problem. Dann sind wir wieder zurück nach Jerry und kurze Zeit später... Uns hat es hier so gut gefallen an der Ilha, dass wir gesagt haben, wir brechen die Zelte in Jerry früher ab und gehen nochmal den letzten Monat komplett hier nach Ilha zum Kalten. Genau, an die Lagune. So, und genau da, wo wir dann wieder hierher kamen, genau einen Tag vorher, hatte der Joseph dieses Schild for sale auf das Stück Land gestellt. Und jetzt haltet euch fest, weil er sage und schreibe nach, ich glaube, 3 oder 4 Jahren endlich die Matricula, also dieses offizielle Dokument für dieses Stück Land bekommen hatte. Das hatte ewig gedauert.
Und es war genau quasi einen Tag dann vorher passiert, wo wir hierher kamen. Ja, und das war so krass. Wir sind gerade hier eingezogen, haben noch den Besitzer von der Casa Lagune, den Olivier, kennengelernt. Ein super, super geiler Typ aus Frankreich. Und ja, haben das Schild gesehen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir den Olivier gefragt, kennst du den Besitzer von dem Stück Land? Und er sagte direkt, yes, Marcuse, I can connect you to Joseph, good friend from me. Und das war so im Flow. Ich glaube, am gleichen Tag ist Joseph dann noch runtergekommen. Der wohnt nämlich einfach hier so ein bisschen ein paar Meter hoch. Und wir haben den Joseph kennengelernt. Und von da aus, ja, ging das eigentlich relativ schnell, weil wir hatten A, das Money-Mindset. Also wir hatten uns ja quasi gedanklich schon committed, dieses Stück Land in Prea für Preis X zu kaufen. Für, ich glaube, wie viel war es? 50.000 oder so. Und das Grundstück hier, wir haben da noch ein bisschen nachverhandelt, sollte dann 55.000 kosten. Genau, also für jeden von uns 25. Ja, für jeden 25. Oder, ja, und das Spannende 25. ist, der Joseph hat das zusammen, also hat ein Projekt dazu gegründet und hat dieses Stück Land zusammen mit dem Frederik verkauft, der die größte Kiteboard-Organisation der Welt gegründet hat, IKO. Aber das IKO, genau. Ist nur so neben... Nebenanekdote. Cool, auf jeden Fall war dann irgendwie alles im Flow. Aber wir kannten uns natürlich überhaupt nicht aus, ne? Also wir sind da schon ins Vertrauen gegangen, hatten aber ein super gutes Gut-Feeling, muss man sagen, beim Joseph. Genau, und wir hatten schon auch hier ein bisschen rumgehört, auch wieder nochmal, weil wir hatten dann wieder die Hälfte vergessen, was man alles machen muss. Und das ist so krass, hier weiter Abwind, also die Lagune hoch, gibt's so eine... So ein Bereich, da sind so viele Posadas hintereinander. Und egal, wen man gefragt hat, man hat immer wieder so ein Piece of Information dazugekommen. Habt ihr daran gedacht? Wie so, oh, what the fuck? Nee, natürlich nicht. Dann sind wir wieder runter zu Joseph, haben das geklärt. Dann waren wir wieder bei der nächsten Posada. Er meinte, Leute, achtet auf jeden Fall, keine Ahnung, auf das und das Dokument. Oder wie hoch das über dem Wasserspiegel ist. Oder irgendwelche baulichen Maßnahmen. Und dann sind wir wieder runter und hin und her. Und man lernt ständig dazu, ne? Genau, und das Einzige, was halt so ein bisschen wackelig war, war... dass das Land hier noch urban ist, rural, also ländlich. Und dann Farmland. Hast du andere Bedingungen und andere auch Baugenehmigungen und so weiter. Und Joseph meinte immer, er ist gerade dabei, das einzureichen, dass das halt urban wird, also als städtisch angesehen wird. Stadtgebiet, also das ist hier weit von dem Stadtgebiet entfernt, aber einfach von den Regularien, die gelten. Das macht es einfacher dann auch, das zu erschließen mit Wasser, Strom, die Versorgung. Genau, und wir dachten so, wäre schon besser, wenn es urban wäre, aber wir gehen jetzt ins Vertrauen, dass er das wirklich schafft, dass es urban wird und kaufen es quasi trotzdem. So, und dann hat er nämlich immer gesagt, ah ja, das wird in 2 Wochen urban oder so. Und das ist jetzt ein Jahr lang nicht passiert, wirklich, weil das die ganze Zeit bei dieser Behörde lag. Und jetzt, seit wir quasi hier sind, also ein Jahr später, ist es jetzt tatsächlich geworden. ja, auf jeden Fall. Das war echt eine lange, lange, lange Reise und wir waren ja zwischendurch dann wieder weg aus Brasilien. Das heißt, wir waren in Thailand und mussten dann Unterschriften leisten, dann wurden Dokumente nach Thailand geschickt. Wir waren ja auf einer Mini-Insel auf Koh Phangan, dann zu dem Local Post Office, das von da nach Brasilien schicken. Aber halte ich fest, es hat alles funktioniert. Irgendwie vom einem Ende der Welt an das andere Ende der Welt, wo dann unsere Signatures, als wir jetzt zurück an die Ilha gekommen sind, schon fertig im Cartorio eingereicht gewesen sind. Die wollten uns dann aber nochmal persönlich sehen. Genau, und wir hatten allerdings auch von Anfang an einen Lawyer, also uns einen Rechtsanwalt quasi. Das war gut, dass du da nochmal gesagt hast, sollten wir schon machen. Ne? Ich bin nämlich so ein Typ, gehe dann voll ins Vertrauen und bin manchmal aber ja, ich dachte nicht mir zu so, blauäugig, aber vielleicht ist es doch besser, sich abzusichern. Ne? Und auch da hatten wir mehrere Empfehlungen von Lawyers und das ist auch nicht ganz so einfach, weil es auch viele schlechte Lawyers gibt, die nur Chaos machen. Oder so. Viele sprechen nur Portugiesisch, also es ist gar nicht so leicht, auch einen englischsprachigen Anwalt hier zu finden. Mhm. Und wir haben dann wirklich einen richtig jungen Anwalt gefunden, der voll auf Zack ist, der auch Kitesurfer ist und in Fortaleza seine Kanzlei hat, der uns dann auch nochmal mit anderen Sachen geholfen hat, mit dem Overstay. Genau, der hier auch quasi nicht groß involviert ist mit anderen Sachen. Das ist auch immer blöd, ne? Also ruhig immer einen mehr oder weniger von extern lieber nehmen. Der nicht von dem gleichen Ort kommt, weil ja oft hängen die auch alle zusammen und kennen sich natürlich untereinander. Genau, aber der ist super, super cool. Mit dem kann man auch sogar über WhatsApp schreiben. Das würde einem in Deutschland, glaube ich, eher nicht passieren.
Ja, und super professionell. Also da ist wirklich einer, wo ich mir sicher bin, der denkt an alles und der kommt auch immer wieder zu uns, sagt, habt ihr daran gedacht und ihr müsst noch das und das machen. Und also der ist auch eher zu konservativ, also geht immer voll auf die sicherste Seite. Also genau wie ein Anwalt sein sollte. Genau, genau wie ein Anwalt sein sollte. Ab. Oder der macht auch keine krummen Dinger, was weiß ich, wenn du eine Firma gründest, dass er dann, ja egal, auf jeden Fall. Oder gibt's so ein paar für dich unterschreibt, die er nicht unterschreiben kann oder so. Es gibt hier auf jeden Fall Anwälte, die so kleine Hex- und Grauzonen nutzen so, aber das macht der, nee, macht null. Der nicht. Der ist da überkorrekt. Und der hat uns auch einen super guten Vertrag aufgesetzt, der total wasserdicht war. Und das Gute ist aber auch auf der anderen Seite der Joseph, der ja, der hat das auch alles anerkannt und da war jetzt keine große Verhandlung oder hin und her mit dem, ne? Weil das auch alles safe und sicher ist. Ja, war das echt gut im Flow. Und den Joseph, den haben wir dann auch immer näher kennengelernt. Dadurch, dass wir in den Prozess gegangen sind, von ihm das Stück Land zu holen, haben wir uns angefreundet, seine Frau kennengelernt, seine Kinder kennengelernt und mittlerweile gehe ich fast jeden Morgen mit dem Joseph zum Sport und er ist echt ein richtig guter Freund geworden von uns. Genau, und dann war aber noch letztes Jahr, als wir dann gesagt haben, wir kaufen das, war dann auch noch so ein bisschen so, gründen wir jetzt eine Firma, weil wenn du das Geld quasi über eine Firma nach Brasilien reinholst, dann zählt dieses Geld auch für ein mögliches Investmentvisum und mit einem Investmentvisum kannst du halt permanent unbegrenzt lange im Land bleiben, ne? Ja, also du kannst mit dem Investmentvisum dann auf eine Permanent Residency applyen, genau. Wo du dann nicht mehr auf ein Touristenvisum bist. Und letztes Jahr war uns das irgendwie alles too much, das hat uns voll überfordert mit der Company und so. Wir wollten nicht noch eine Company aufmachen, weil wir haben ja schon einige Companies offen gehabt, eine wird gerade wieder geschlossen. Naja, und letztes Jahr war uns das einfach too much. Und dann haben wir dieses Jahr aber nochmal nachgedacht, weil das Investmentvisum sind 500.000 Real und der steht eigentlich gerade sehr gut mit dem Euro. Also es ist immer noch eine Riesensumme und das sind 100.000 Euro, die man aufbringen muss. Aber weil allein das Stück Land schon 55.000 Euro kostet, 10% mussten wir jetzt schon anzahlen, die sind leider nicht mehr anrechenbar. Aber noch die zweite Rate, also knapp 50.000 Euro, könnten wir schon in das Investmentvisum fließen lassen. Genau, und wenn man dann ein Haus drauf baut, zählt das halt rein. Und wenn man mal irgendwann, was weiß ich, eine zweite Etage baut oder noch ein anderes Stück Land oder whatever, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, für dieses Investmentvisum zu applyen. Und das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Natürlich ist es auch wieder kompliziert und es gab wieder mega viel zu lernen, was man bei einer brasilianischen Company beachten muss. Aber ich glaube, das würde den Podcast jetzt sprengen. Also es war wieder eine mega Challenge. Mhm. Aber es hat sich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste daran, es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Zumal man dann auch die Chance hat, einen Bankaccount zu eröffnen. Und ohne Bankaccount kommst du hier wirklich nicht weiter. Du kannst hier noch nicht mal online, E-Commerce-mäßig irgendwas mit einer ausländischen Creditcard bestellen. Die muss aus Brasilien kommen und eine brasilianische Kreditkarte kriegst du nur, ja, wenn du eine Company gegründet hast. Ja, oder hast. Allein Wasser anzumelden und Strom. Du kannst das theoretisch machen und dann immer manuell im Ort bezahlen. Aber oder mein Motorrad. Ich habe mir ja hier ein gebrauchtes Motorrad gekauft und das konnte ich dann auch nicht auf mich zulassen. Aber über die Company geht das jetzt. Genau, also wahrscheinlich ist das nächstes Jahr das nächste Update dazu. Also es ist immer noch alles voll im Gange, aber wir lassen uns davon gerade nicht aufhalten. Planen nämlich auch schon an dem Logo für Casa DNX. Genau, Casa DNX wollen wir das nennen und das wird so ein dreieckiges Logo. Das werden wir auf jeden Fall mal posten, wenn das fertig ist. Da sind wir gerade dran. Das wollten wir nämlich auch auf die Wand zeichnen lassen. Ja, aber eigentlich das Wichtigste, wo wir halt gerade dran sind, dass wir jetzt mit einem Constructor wirklich mal einen ersten Entwurf für ein Haus gemacht haben, um mal zu gucken, wie teuer ist das. Oh, das war spannend. Ey, ich meine, wie oft macht man sowas im Leben, dass man planen muss, wo kommen die Räume hin, wo kommt das Bett hin, wie viel, wo kommt die Küche hin? Das haben wir halt noch nie gemacht, ne? Nee, also null. Und deshalb waren wir da auch wieder die totalen Amateure. Aber hatten dann zum Glück einen Architekten aus Fortaleza, mit dem wir zusammen den Plan gemacht haben. Genau, auf jeden Fall super, super spannend. Und da sind wir halt gerade dran. Ja. Und schauen mal, was passiert. Genau, und für alle, die sich jetzt fragen, was höre ich denn da von Markus und Feli? Werden die jetzt etwa sesshaft? Das ist nämlich auch die Frage, die von den meisten Leuten als erstes kommt. Lasst ihr euch dann in Brasilien nieder? Ja, temporär auf jeden Fall, weil Brasilien ist ja schon eine Homebase von uns. Aber wir lassen es auf jeden Fall nicht nehmen,
weiter eine zweite, dritte Homebase überall auf der Welt zu haben und zu reisen. Aber so 4-5 Monate, wenn die Windsaison hier in Brasilien ist, sind wir dann auf jeden Fall hier in der Lagune. Genau, es ändert sich im Grunde überhaupt nichts zu jetzt, weil jetzt sind wir ja auch immer so lange hier. Aber genau, man kann das Haus ja auch vermieten. Ja. Oder irgendwann, wenn wir Bock haben, das Grundstück mit Haus verkaufen. Oder whatever. Also es ist alles offen, aber das heißt jetzt nicht, dass wir ein Jahr lang in Brasilien bleiben werden. Cool, es bleibt weiter spannend. Und wer die ganze Story rund um Casa DNX weiterverfolgen will, folgt uns am besten auf unseren Instagram-Kanälen. MarkusMaurer95 heiße ich da oder Felicia Hagarten oder DNX Global. Da poste ich auf jeden Fall in meinen Instagram-Stories auch immer wieder Updates zu dem Hausbau und dem Grundstück in Brasilien. Ja, und sagt uns doch auch mal vielleicht, ob das alles so nachvollziehbar ist, was wir euch hier erzählen, oder ob das zu wirr ist und man gar nicht hinterherkommt. Ja, weil die ganze Geschichte hat so viele Facetten, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll zu erzählen und was euch vielleicht am meisten interessiert. Alright, that's it für heute. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Hey du. Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wenn du das nicht nur 10-mal gesehen, nicht nur 50-mal, nicht nur 100-mal, nicht nur 500-mal, schon über 1000-mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, wie auch immer, so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese Tausende von Leuten von unserer DNX-Community in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein number one place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in deinem Leben. Wir holen
nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DMX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen diese Experten kostenlos in die DMX Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DNX Festival am Start. Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf dem DNX Main Event, auf der DNX Main Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als DJ Nomads komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder einen Workshop Day mit, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Nomadenwelt einsteigen. Also, save the date, alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DNX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir ein abbrechen und versuche, Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und native speak, hätte ich fast gesagt, spricht und deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die DNX Lissabon und die DNX Berlin teil. Und den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least, der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX-Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX-Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über anderthalb Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX-Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa-Run, morgen geht es wieder zurück nach Thailand und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de. Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX-Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de/iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach DNX-Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out. Dein Markus.